Hallo? Schönen guten Tag, Herr Katze. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, ich habe euch heute wieder den Wilson mitgebracht. Wenn ich es euch nicht als Video beweisen könnte, dann würde es mir wahrscheinlich keiner glauben. Aber der Wilson versucht nochmal sein Glück. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Anruf von Wilson. Hallo? Schönen guten Tag, Herr Katze. Ja, was denn? Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut. Super. Also, wir müssen die Konto öffnen. Was denn für ein Konto? Über die Trading. Ach so. Ja, machen Sie jetzt? Nee. Wie ne? Nee. Also, gestern Sie haben gemerkt, wir müssen ein Konto öffnen. Ja? Ja. Ach so. Also, ich habe die Bankdaten per Sie geschickt. Wohin denn? In E-Mail. In E-Mail? Ja. Aha. Also machen Sie bitte die Überweisung. Warum? Weil ich habe die Bankdaten und die Konto ist geöffnet einfach. Nur Investitionen muss machen. Meine Güte, der Typ, der muss echt verzweifelt sein. Er hat jetzt tatsächlich gefragt, zahlen Sie jetzt ein, bitte. Ich weiß es nicht, ob der unter irgendwelchen Verkaufsdruck steht, aber dem Anschein nach muss er es ja echt nötig haben. Vielleicht läuft ja seine Firma auch nicht so gut. Ich meine, es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum der Typ hier die ganze Zeit so oft und so viel und so lange hier jedes Mal bei uns anrufen kann. Irgendwo muss das Ganze ja herkommen, die Zeit. Vielleicht läuft sein Callcenter nicht so, ich weiß es nicht. Nö. Nee. Also mal bitte die Investition. Und wir müssen auch die Angebot für Sie geben. Also machen Sie bitte schon und ich melde nochmal später, okay? Nö. Nee. Wie ne? Ich bezahle bei Betrügern nichts ein. Also, wer hat gesagt, wir sind Betrüger? Sie haben gestern gesagt, Sie müssen die Investitionen machen. Wie? Ja, kommst du damit nicht zurecht, dass du kein Geld kriegst, oder was? Also, lieber Herr, ich habe Geld mehr als Sie. Ich bin ein Millionär, lieber. Genau, und deswegen hast du es auch nötig, noch bei Leuten zu betteln nach 250 okay, Euro. Okay, also ich bin ein Millionär, wie ich sage. Genau, deswegen rufst du auch die Leute an, genau. Also, mach bitte die Überweisung und Trading einfach. Findest du dich nicht selber ein bisschen lächerlich? Unser Wilson ist angeblich Millionär. Tja, da stellen sich aber auch gleich mehrere Fragen. Warum macht er denn diesen Job? Weil, wenn ich jetzt Millionär wäre, dann würde ich mich nicht in einem Callcenter, auch wenn es da sehr ruhig und leise ist, würde ich mich auf keinen Fall in einem Callcenter an ein Telefon setzen und versuchen, irgendwelche Leute zur Einzahlung zu bewegen. Außerdem ist das ja hier nahezu schon Betteln. Ich meine, machen Sie die Einzahlung bitte. Tja, ich glaube, das mit der Million kann nicht so ganz stimmen. Sonst würde er mich hier nicht um ein paar Kröten anbetteln. Ja, und... Tja, so ist es auf jeden Fall, als Betrüger. Ne? Mit einer Scheinmillion auf dem Konto und einer Elena im Kopf. Oh, Sie sind wirklich, wirklich langweilig. Also Herr, Sie haben mir gestern gesagt, ein Konto öffnen und Investitionen machen. Also ich habe die Konto für Sie geöffnet und jetzt Sie müssen die Investition machen, okay? Nö, ich muss gar nichts. Wie, Sie müssen gar nichts, Mann? Nö, muss ich nicht. Aber warum habe ich die Konto geöffnet? Ja, weiß ich nicht. Hätte sie auch bleiben lassen können. Machen Sie Spaß mit mir jetzt? Nö. Also, ich weiß nicht, was Sie sind. Sie sind so langweilig. Aha.
Ja. Okay. Ja. Wollen Sie etwas anderes? Was denn? Also, Herr Sven grüßt Sie. Das habe ich nicht verstanden. Kennen Sie Herr Sven? Was? Kennen Sie Herr Sven, die unsere Broker? Nö, wer ist denn das? Sie haben gestern gesprochen mit? Keine Ahnung, wir rufen so viele an. Keine Ahnung. Sie haben gestern gesprochen, Mann. Möglich. Ja. Also, Sie müssen die Überweisung machen. Nö, müssen tue ich das nicht. Mach Sie schon, jetzt machen Sie diese Überweisung. Mhm. Mach. Was warten Sie? Ja, und was erhoffst du dir denn davon? Und danach, wir müssen die Angebot geben und Trading anfangen. Ja, ja, ihr mit eurem Demo-Trading-Konto. Was für ein Demo-Trading-Konto, was ist das? Ich glaube, du weißt selber, dass wenn ich euch Geld überweise, dass ich nicht mit echtem Geld handel, sondern mit einem Demo-Konto und ihr mir das Ganze nur vorspielt. Also, Herr, kennen Sie, was sind 500 Euro für mich? Ja, sicherlich eine Menge Geld, sonst würdest du ja den Job nicht machen. Also, 500 für mich sind zum Beispiel nur ein Kaffee trinken. Genau, das hättest du gerne in deinen Träumen, ne? Jetzt 500 Euro. Findest du das nicht lächerlich, was du so von dir gibst? Nee. Nee? Nee. Also ich finde, das hört sich also schon sehr lächerlich an. Also ich habe arbeitet für diesen Tag. Ja, und? Ja, und das bedeutet, ich muss mein Leben schön machen. Mhm. Also, ich arbeite auch schon für das, ich habe Sie angerufen. Mhm. Also, nicht so viel Worte her. Geh und mach diese Überweisung. Mhm. Ja, machen Sie was. Mhm. Machen Sie schon, ja? Nee. Naja, er kann es ja noch ein paar Stunden probieren, aber an meiner Antwort nein. Tja, da wird es auf jeden Fall bleiben, denn ich werde da kein Geld einzahlen. Wie ihr alle wisst, bei so einer Firma wird das Geld auf jeden Fall komplett weg sein. Irgendjemand macht sich damit ein schönes Leben, aber ihr habt von dem Geld nichts mehr. Man wird euch irgendein Demokonto vorgaukeln und bei der Stange halten, eventuell dafür sorgen, dass ihr nochmal ein bisschen was nachlegt. Jetzt gerade so vor Weihnachten ist ja ganz schön, wenn man dann noch mehr Profite rausholt. Tja, und das ist dann das Problem, denn überweist man da freiwillig sein Geld rein und das sieht man dann nie wieder. Das Geld wird einfach weg sein und irgendwann wird dieses Callcenter auch nicht mehr erreichbar sein. Tja. Warum? Ja, warum sollte ich? Weil Sie haben ein Konto mit uns. Ich habe keine Begründung, warum ich da Geld aufladen muss. Also, Herr, machen Sie diese Überweisung und anfangen mit dem Trading jetzt. Ja, und dann? Und dann Sie können die Profite mit unserer Broker machen. Mhm. Ja, was warten Sie? Elena, kurz Moment bitte. Okay, ich komme schon. Ja, Herr Katze? Machen Sie diese Überweisung? Machen Sie? Nein. Okay. Warum nein? Ja, weil ihr Betrüger seid. Ich verspreche Sie, mein Lieber. Machen Sie diese Überweisung und fangen mit dem Trading an. Also eins muss man dem Wilson auf jeden Fall lassen. Durchhaltevermögen und Ausdauer hat er auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge mitgebracht. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die auf genau so eine Masche reinfallen. Ich weiß nicht, ob das Mitleid erwecken soll oder... Weiß ich nicht. Also seriös ist das auf gar keinen Fall. Es läuft hier zwar keine Musik und im Hintergrund hört man eigentlich auch nur einen anderen.
Könnte aber daran liegen, dass es vielleicht der deutschsprachige Raum von dem Callcenter ist oder wie auch immer. Letztendlich ist dieses Callcenter aber nichts anderes als Betrüger. Denn wer würde euch so auf den Sack gehen und nerven, dass ihr da endlich Geld einzahlt? Ich meine, hier verraten sie sich nicht unbedingt durch die Musik. Naja, aber der Wilson, tja, ich weiß nicht, wo der seine Intelligenz her hat. Und was das Ganze ja eigentlich darstellen soll, mit dem Geld einzahlen, dass er immer und immer und immer wieder versucht anzurufen. Tja, er scheint es wohl irgendwie nicht zu begreifen, dass er bei uns keine Kohle abstauben wird. Tja, wenn man bei euch mit Trading anfangen könnte, dann wäre das ja nochmal eine andere Geschichte, aber kann man ja nicht. Also, Oliver, unser Broker ist da und Sie können mit dem Broker Trading anfangen. Mhm. Und wer glaubt das? Ja, so. Wer glaubt euch den Quatsch? Erst einmal, mach die Überweisung und nicht so viel reden. Ja, wer glaubt euch denn den Quatsch? Das glaubt doch kein Mensch. Also, was das glaubt kein Mensch? Ja, das glaubt doch kein Mensch, was ihr da für einen Quatsch erzählt. Wie denken Sie so? Das glaubt kein Mensch. Hm. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Job, den du da machst? Also, lieber, ich bin hier mit meiner zweiten Kollegen und mit meiner Sekretärin, Elena. Ah, Elena. Also, Herr, Sie müssen diese Überweisung machen. Wollen Sie mit Elena sprechen? Nö, aber ich muss auch keine Überweisung machen. Wollen Sie mit Elena sprechen? Was habe ich davon? Elena ist so schlampe. Ja. Also, Herr. Elena! Komm hier bitte! Also, Herr Kappe. Haben Sie diese Überweisung schon gemacht? Das habe ich dir doch schon beantwortet, oder nicht? Nochmal bitte? Ich sagte, das habe ich doch schon beantwortet, oder nicht? Können Sie bitte nochmal sagen, weil Herr Wada ist da und der hat eine stille Stimme. Ja. Ja, also frag mir nochmal. Ja, frag. Ja. Elena. Ist das nicht armselig, den ganzen Tag in so einem Callcenter zu sitzen? Nein. Ja. Also, wir müssen nur die Überweisung machen und alles ist in Ordnung. Und wenn er kein Geld eintreibt, dann was ist dann? Haben Sie kein Geld? Doch. Haben Sie Geld? Na klar. Okay. Da scheint er jetzt wirklich ernsthaft Angst zu haben, dass aber jemanden angerufen hat und die ganze Zeit terrorisiert und der vielleicht gar kein Geld auf seinem Konto haben könnte. Ich denke mal, da wird er sich ja so ein kleines bisschen erschrocken haben. So hat das Ganze hier zumindest irgendwie gerade gewirkt. Naja, und als ich ihm dann bestätigt habe, doch, da ist Geld vorhanden, da war er dann irgendwie wieder beruhigt. Also so hat zumindest die Situation auf mich gewirkt. Keine Ahnung, was das jetzt hier wieder werden sollte. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, was in seinem Gehirn vorgeht. Also auf der einen Seite kann nur Stroh sein und auf der anderen Wasser. Und wenn es brennt, dann muss er nur nicken, weil ansonsten würde da, glaube ich, die ganze Bude abfackeln. Wie viel Geld haben Sie? Das geht dich doch nichts an. Sie haben nicht so viel Geld. Tja. Sagt derjenige, der es nötig hat, im Callcenter zu sitzen, ne? Und die Leute zu bescheißen. Ne? Also, wir müssen unsere Arbeit machen, unseren Job. Ich mache Trading für die ganze Kunde. Liebe! Sowas nennt man nicht Job, sowas nennt man kriminell. Wer ist ein Kriminell? Na, ihr alle Mann da in dem Raum. Also, Herr, wollen Sie Trading machen oder ne? Ja, vielleicht. Also, warum machen Sie nicht?
Naja, man braucht ja erstmal dazu ein seriöses Unternehmen, ne? Ich verspreche Sie, Sie sind manchmal langweilig und manchmal Sie sind süß. Ja, lieber Herr, ich bin da zu helfen Sie. Lieber Herr ist übrigens in Deutschland eine Beleidigung. Also, ich bin nicht ein Deutscher und das ist die Beste. Ja, aber wenn man in Deutschland anruft, sollte man sich mit den Gepflogenheiten aus Deutschland auch auskennen. Hör zu, Herr Kapp, ich bin nur 25% ein Deutscher. Tja. Also, mein Vater kommt aus Italien. Hey, benvenuto. Ja, und sitzen tut er wahrscheinlich in der Türkei. Er ist nur zu 25% Deutscher. Und sein Vater kommt aus Italien. Naja, also, wenn er nicht drei Mütter hat, dann müsste er eigentlich zur Hälfte Deutscher sein. Egal wie. Traurig ist es so oder so. Also, war nur ein Spaß für das. Ich habe gesagt, ich komme nicht aus Arabien oder Türkei. Ja, also, doch, ich bin ein Italiener. Und wer glaubt das? Sie. Also, wenn Sie wollen, wir können Italienisch sprechen. Nö, habe ich kein Interesse dran. Okay. Können Sie nicht. Kennen Sie die... Herr Sven? Hallo, Sven. Was? Herr Sven Harlow, Sie haben gestern gesprochen. Hab ich? Ja, Sie haben mit Herr Sven gesprochen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich merke mir die Namen nicht, die hier jeden Tag anrufen. Und der sagt mir viele Grüße für Herr Katze. Mhm. Er ist da jetzt. Ja. Ja, also Herr Katze. Mhm. Sie heißen Katze, oder? Mhm. Und die Nachname? Ja, Katze. Ja, Katze und die Vorname, Entschuldigung. Na, der Vorname steht doch auch da, oder nicht? Elena, fick, du Schlampe, komm hier. Also, oh, Elena. Oh. Elena, komm, du Schlampe. Und sowas findest du seriös? Was? Nochmal bitte? Sag, und sowas findest du seriös? Ich meine, ihr wollt ja immerhin sowas wie eine Tradingbank darstellen. Also im Trading, wir können nicht so viel Arbeit machen. Mhm. Wir machen Trading, wir können Geld verdienen und wir machen auch Sex. Mhm, schön. Ja, das bedeutet, wir machen drei verschiedene Arbeiter. Mhm. Ja, das ist die Trading, hä? Tja. Es ist Trading, Sex, Geld und Rauchen. Also in die ganze Büro, Sie können nicht Zigarette rauchen. Also in die Trading-Büro, Sie können rauchen. Tja. Weil Sie müssen nicht rausgehen. Ja und, was habe ich davon? Ja und, die Büro ist wie meine Wohnung zum Beispiel. Also ich bin von 9 Uhr bis 18 Uhr da. Und nur mit den Kunden sprechen, nur Trading machen, nur Geld verdienen. Und wenn zum Beispiel einem mal, sie können nur 10 Euro verloren, die Kunde kommt immer, wie meine Geld für 10 Euro. Aber wenn sie haben 100 Euro verdienen, also Geld gewinnen, ah, du bist sehr gut, wirklich, du bist sehr gut, Herr Wilson. Für das, ich bin sehr müde. Tja, und warum machst du den Job denn noch? Nochmal wieder. Und warum machst du denn den Job noch? Also, weil dieser Job wirklich einfach ist nicht sehr schwer, aber ist manchmal langweilig. Verstehen Sie mir? Ich würde eher sagen, das ist das Einzige, was du wohl auf die Ketten kriegst, ne? Weil dich alle anderen gar nicht haben wollen. Lieber Herr, die Trading ist immer im Computer sein, also für das ich liebe meine Arbeiter. Das weil ich bin nur ich vor einem Computer und
nur mit die MetaTrader 4 arbeiten, manchmal mit MetaTrader 5. Ja, sehr schön, dass er da im Büro rauchen und er angeblich Millionär ist und dann aber die ganze Zeit nach Geld betteln muss. Tja, dem Anschein nach scheint er ja ein verarmter Millionär zu sein, denn anders kann ich mir das hier nicht vorstellen. Gleichzeitig erzählt er, wie schön einfach seine Arbeit ist. Tja, man sieht auch, dass er, oder man hört es an seiner Stimme und ja, an seinem Verhalten, dass er wohl selbst garantiert nichts anderes als einfache Arbeit gebacken bekommt. Tja, den wird halt einfach echt keiner anderes haben wollen. Weil, wo willst du so einen einsetzen? Also, am Telefon theoretisch eigentlich schon mal nicht. Tja, aber um die Leute am Telefon zu bescheißen, wird die Gestalt hier wohl scheinbar ausreichen. Ich weiß es nicht. Und das ist meine Liebe. Aber ich hasse die Kunden, wenn sie sagen, für 10 Euro, warum sind nicht meine Geld da im Konto? Aber wenn die Leute gewinnen 100 Euro... Bei euch gewinnt keiner Geld. Ihr steckt also, euch das selbst in die Tasche. Wenn die Leute gewinnen, sie sagen nicht nur eine Danke. Nur eine Danke, sie sagen nicht. Für das ist hart manchmal. Wofür sollte man sich da bei euch bedanken? Das war alles bloß traurig, da, was ihr da macht. Also, Herr, wir haben auch unsere Profite, das ist natürlich. Genau. Ja, wir haben 2% Profite. Oder 2,5. Also sowieso, wir sind hier für die Leute, auch für unser Geld. Nicht, weil wir arbeiten nicht nur für sie. Natürlich, wir haben Profite. Sie denken, 2% sind so ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich zum Beispiel habe so viel und so viel Kunden. Und 2% von sie. 2% zum Beispiel von Dennis. Mein Name, Dennis. Also noch 2 von einer anderen Dennis. Noch 2. Es gibt 100. Haben Sie verstanden jetzt? Ja, ich habe das schon verstanden, den Quatsch. Und dafür das ich manchmal. Ich hasse. Nur für die Kunden, wo sie sagen, nicht eine bedanken, also eine Grüße geben. Ja, Elena, ich komme. Und so, Herr Katze, so. Ich bin so müde heute. Es regnet. Und ich bin so müde. Also, wollen Sie arbeiten mit uns oder nein, ist die letzte Chance. Ich verspreche Sie, ist die letzte Chance. Ja? Verspricht mir also, das ist jetzt hier die letzte Chance. Bedeutet ja so viel wie, es ist sein letzter Anruf, nochmal wird er es nicht probieren. Naja. Ich bin jetzt hier im Schnitt und ich telefoniere ja nebenbei immer und habe dann dadurch eben mehr Anrufe, als ich, online habe, es ist quasi immer was in petto noch, ne? Also wo ich quasi immer wegschneiden kann hintereinander. Von daher weiß ich, es wird noch einige Gespräche mit Wilson geben. Das wird hier nicht das letzte Gespräch sein. Der Wilson hat zwar tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr so oft angerufen und lässt sich jetzt mittlerweile nicht mehr hören oder sehen oder wie auch immer man das nennen mag, weil er es vielleicht dann doch irgendwann begriffen hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gesprochen haben, da folgen noch einige Anrufe und die sind alle nicht unbedingt, die sind alle auf gar keinen Fall intelligenter als das hier. Herr Kappe? Du willst ja jetzt nicht ernsthaft noch eine ehrliche Antwort dazu, oder? Pünktlich. Also, wie sage ich, die letzte Chance, können Sie bitte eine Antwort geben? Also, wenn Sie wollen... Wir fangen an mit dem Trading, weil die Bitcoin oder die Shiba und die ganze Kryptowährung, Ethereum, Dogecoin sind so hoch heute. Und zum Beispiel die Bitcoin geht 55.000 USD-Dollar natürlich.
oder 38.000 Euro. Also Herr, wollen Sie schon arbeiten mit uns oder nicht? Ja, was habe ich denn davon? Also, wie ich habe auch gestern gesagt, Sie können nur eine Überweisung machen, wo hier steht, Sie wollen auch mit uns und Sie haben die erste Investition wie einen Test gemacht. Wir nehmen auch zurück Ihr Geld, also unser Angebot. Und Sie können Trading mit zwei machen, also mit dem Roboter oder mit einer Broker. Wie ich habe gesagt, Sie ist besser, wenn mit einer Broker arbeiten. Also Herr, wenn Sie wollen, ich habe die Bankdaten per E-Mail geschickt. Wenn Sie wollen machen, okay. Ist auch okay. Nur eine Antwort an mir geben, bitte. Ja, ich habe immer noch nicht verstanden, warum ich mit euch handeln sollte. Warum sollen Sie mit uns handeln? Ja. Ja, ich antworte. Erst einmal, weil wir arbeiten nur vier Personen. Das bedeutet, ist ein Finanzexperte, zwei Broker und unsere Sekretärin Elena. Tja, demzufolge glaube ich, es arbeiten dort nur drei, weil die Elena, die ist, ja, ganz sicher ist die ausgedacht. Ja, aber das spricht so ein bisschen dafür, dass es gar kein großes Callcenter ist, sondern dass die sich mit der Scheiße da tatsächlich vielleicht sogar privat gemacht haben. Kann ich mir auch vorstellen, so im kleinen Kreis, die Leute abzocken, die Telefonnummern kann man ja kaufen wie alle anderen, die gibt es ja auf dem Schwarzmarkt. Wenn man da so ein bisschen danach sucht, dann findet man tatsächlich sogar solche Datensätze, die man kaufen kann. Da gibt es richtig Verkaufswebseiten dafür, wo man eben ja, Datenleaks und sowas als eben einkaufen kann, um dann da irgendwelche Leute einfach durchzutelefonieren. Ja, oder man braucht eigentlich nur ein Programm, was irgendwelche Nummern anwählt, ne? Also, von dem her ist jetzt alles nicht so technisch aufwendig. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Da könnt ihr euch so ein Callcenter zu Hause aufmachen und mit 10 Leuten telefonieren. Das schafft so eine DSL 16.000er Leitung auf jeden Fall. Da braucht man nicht viel Know-how. Das bedeutet, wir sind nur 4 Personen, weil wir machen die ganze Kalkulator, also plus, minus und sowieso. Plus, minus und sowieso. Sehr seriös. Also, lieber Herr, es geht immer mit plus, minus. Es geht nicht nur plus, plus, plus. Also, das ist, ich muss, Sie kennen das, weil die Börse geht nicht nur oben, oben. Du weißt aber schon, dass du nur so ein Zeug laberst, oder? Und dass da eigentlich nicht also, ein sinnvoller Beispiel, Satz jetzt gekommen ist. Also er hat ja recht mit dem, was er sagt. Die Börse ist nicht nur oben, die Börse geht auch rauf und runter, ganz genau. Aber wie will er mir denn jetzt damit Gewinne garantieren? Denn genauso viel, wie ich gewinnen kann, kann ich auch gleichzeitig verlieren. Die Chancen auf dem Handelsmarkt bzw. Trading- und Aktienmarkt sind exakt 50 zu 50. Also ich kann exakt genauso viel Geld verlieren, wie ich reingesteckt habe. Und natürlich, ich kann auch Gewinne machen. Und das ist überhaupt, also ja, das geht. Ich kann doch Millionär werden mit 200 Euro. Das ist alles machbar, wenn ich aufs richtige Pferdchen setze. Hätte ich damals für 200 Euro Bitcoin eingekauft, dann wäre ich heute mehrfacher Multimillionär. Also es stimmt schon, was die sagen vom Prinzip her. Ja, aber genauso wie ich Gewinne machen kann, kann ich auch Verluste machen. Und wenn ich 250 Euro einzahle und die in das falsche Pferd setze, dann sind die mit einem Schlag weg. Weil der Bitcoin, der wird jetzt natürlich auf gar keinen Fall mehr so hoch steigen. Das heißt, niemand wird nochmal mit dieser Währung so viele Profite machen können, wie diejenigen, die es eben damals getan haben. Allerdings haben auch die vor 10 Jahren, oder ich weiß es nicht aus dem Kopf, wie alt der Bitcoin ist, aber eben vor einer ganzen Weile haben die eben in den Bitcoin investiert. Da kannte den noch gar keiner. Und ja, wenn man damals investiert hat, war der Bitcoin eben günstig. Ja, und heute ist er eben unfassbar teuer. Und so kommen Gewinne zustande. Aber auch nicht von heute auf morgen. Also selbst bei den Bitcoin-Millionären nicht. Tja, also weiß ich nicht, was er mir hier erklären möchte. Er sagt mir ja gleichzeitig, man kann auch was verlieren. Klar, das stimmt. Aber irgendwie will er trotzdem das Gefühl vermitteln, dass ich unterm Strich nur noch Gewinne habe.
Das geht nicht. Also es geht wirklich nicht. Der Markt, der geht rauf und runter. Niemand kann den vorhersehen. Es gibt Mechanismen, die da so ein bisschen eingreifen. Und natürlich, das Ganze geht auch immer mehr in die Roboterschiene. Und es gibt auch tatsächlich wirklich echte Trading-Roboter, die den Markt auch so ein bisschen im Auge haben und danach traden. Es soll wohl angeblich auch einen Automaten geben, der das richtig kann. Das hat der Jakob von Breaking Lab, also von dem YouTube-Kanal, selbst ausprobiert und hat damit tatsächlich, ich glaube, 10.000 Euro oder so innerhalb kürzester Zeit mitgewonnen. Allerdings kostet dieses Programm auch mehrere Tausend, wenn man da mitmachen möchte. Also es gibt tatsächlich das, was die hier anbieten, sowas gibt es auch in echt, in seriös. Das kann man aber dann auch nachprüfen. Natürlich ist das alles so unübersichtlich und undurchsichtig, dass man da als Laie gar keine Ahnung hat, wo man anfangen sollte und von dem her lieber die Finger davon lassen sollte, weil die Chance, dass das Geld weg ist, liegt, wenn man Laie ist, deutlich höher als 50%, weil dann kommen ja solche Firmen, die eure Kohle einfach zu 100% klauen und das erhöht natürlich für euch, tja, die Gefahr, dass man eben solchen Leuten unter die Füße kommt. Und ja, also wenn ihr da einzahlt, da wird nicht mit getradet mit dem Geld. Die stecken sich das ein und sind dann weg. Die Telefonnummern von dem Callcenter könnt ihr eh nicht anrufen. Auf der Webseite steht vielleicht eine Telefonnummer, die ist auch nicht echt. Wenn ihr die anruft, kommt einfach nur die Meldung, dass diese Nummer gar nicht existiert. Meistens auf Ausländisch, weil die Vorwahl ist ja auch eine ausländische. Ja, und so geht die Geschichte weiter. Also maximal kann man die per E-Mail erreichen, wenn man Glück hat. Oder die rufen immer euch an. Muss man eben Termine ausmachen und dann auch dran gehen. Geht man da zwei, dreimal nicht dran, haben die keinen Bock mehr und dann spielen sie nicht mal mehr mit euch, dann ist euer Geld einfach sofort weg. Da gibt es viele Möglichkeiten, auf jeden Fall sollte man da ganz, 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 ganz viel Vorsicht walten lassen. Der Trading- und Aktienmarkt ist ja kein Spielplatz, auf gar keinen Fall. Nein, du verplemperst hier schon wieder 20 Minuten und erzählst mir 20 Minuten lang von vorne bis hinten nur Blödsinn. Also, ja, zum Beispiel eine Investition 5 Euro gemacht. Wir machen die Profite, sie nehmen auch unser Angebot noch 5 Euro. Es geht um 10 Euro, die Konto geht um 10 Euro. Und er läuft im Trading, öffnet und schließt die Operation, also sowieso, es geht um 20 Euro, zum Beispiel. Heute ist 20, morgen ist 19 Euro. Aber übermorgen, es geht um 30 vielleicht. Also für das wir sind hier. Profite machen. Es geht plus, es geht minus. Also für das wir müssen sagen. Und die Dritte. Weil wir sagen, die ganze schwarze Company sagen immer mit 250 oder ich weiß nicht, wie sie sagen. Es geht nicht mit 250. 250 Euro anfangen. 250 Euro ist, ich denke, ist so ein bisschen für eine Trading machen. Wenn Sie haben gehört von Wall Street, Sie sagen immer, fangen an die Trading mit plus 1000 Euro. Aber für mich nicht direkt mit 1000 Euro. Aber 500 ist die minimale Summe. Sie nehmen auch 500 Euro Angebot von unserer Firma. Das bedeutet, Sie anfangen mit 1000. Sie haben die Informationen von Wall Street, wo Sie sagen, Sie müssen mit 1000 Euro. Also, was wollen Sie mehr? Ich habe die ganzen Informationen, warum sollen Sie mit uns Handel machen? Also ich habe jetzt noch nichts Sinnvolles gehört bis jetzt. Also weil die erste, wir sind 4 Personen, ein seriöses Büro. Die zweite, weil ich habe die Informationen pünktlich, wo sie können plus minus haben. Und die dritte, die Angebot geht immer mit 500 Euro, plus 500 Euro. Also wie geht beim Wall Street mit 1000, mehr als 1000 Euro anfangen. Also sie machen zum Beispiel die Überweisung 500, sie nehmen auch 500 Euro. Das ist alles. Ich habe 3 Informationen gegeben für Sie, warum sollen Sie mit uns Handel machen.
Lieber Herr, wir können auch Geld verdienen. Also, wie ich sage immer, Sie können nicht Millionär sein. Das ist natürlich. Aber Sie können Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen mit... Kurz Moment, bitte. Ich muss... Wenn Sie anfangen mit 500 Euro, okay, noch 500 von uns, es gibt 1000. Also, wenn Sie machen die Investition in die Shiba Ethereum, ein bisschen, es geht in 300. Also 2,4. Okay. 2,4 plus 3,2. Okay. Also Sie können zum Beispiel, wenn Sie wollen anfangen, Sie können von 300 bis 600. Also Euro Profite pro Monat haben, das bedeutet, Sie können von 312 Euro bis 545 Euro Profite pünktlich pro Monat haben. Also Sie können auch 400, 350, also so geht. Also was kann ich für Sie machen mehr? Was wollen Sie hören? Tja. Was? Weißt du, was die goldene Regel ist? Gold, die Gold, die Investition in Gold. Die goldene Regel. Golden Regel. Wer das Gold hat, bestimmt die Regel. Ist doch ganz einfach. Also, Sie sagen für die Golden Digger. Ja. Ich finde schon, dass ein deutscher Bürger auch das Recht hat, auf Hochdeutsch beschissen zu werden, oder nicht? Nein, ich kenne nicht. Okay. Ja. Und Sie wollen eine Sales-Antwörter? Ich kenne es nicht. Wie funktioniert denn da euer komischer Trading-Roboter? Nochmal wieder? Wie euer komischer Trading-Roboter funktioniert? Unser Roboter? Der Trading-Roboter. Also, ja, Sie können nur die installieren machen. Und Sie können nur die Profite schauen. Zum Beispiel, Sie machen die Investitionen. Die Investition geht bei Roboter. Und unser Angebot, wir machen auch mit den Roboter, wo Sie haben, installiert. Und die Roboter läuft automatisch. Also, der macht den Algorithmus. Die Marktprognose öffnen und schließen die Operationen ein und aus. Und sowieso, Sie können zum Beispiel in Arbeiten oder spazieren gehen und Sie können nur, wann Sie haben Zeit, Sie können nur die Profite schauen. Ja, aber eine Antwort auf meine Frage war das jetzt nicht. Also, da war ja Frage, wie läuft die Roboter? Wie arbeitet die Roboter? Ja, genau. Ich habe gefragt, wie der arbeitet und das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Also, wie arbeitet, das bedeutet, der arbeitet automatisch, nicht manualisch. Der arbeitet, wo Sie wollen, zum Beispiel in Krypto, Indizes. Haben Sie mir gehört? Ja, in Forex, also wo Sie wollen. Wo Sie wollen laufen einfach. Zum Beispiel in die Krypto, wie Shiba, Bitcoin, Dogecoin und die ganze alles. Ja, und woran macht er das fest, damit zu handeln? Also woran, ja, wie funktioniert das? Ja, also wie ich sage, lieber Herr, Sie können beim Roboter gehen, Sie können die Investition zum Beispiel in die Krypto machen. Und Sie lassen ihn zum Beispiel Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Binance-Coin und so. Und da läuft automatisch, also zum Beispiel die Bitcoin geht hoch und die Roboter macht die Profite und schließt die Operationen und sie können nur die Profite haben. Also, oder wenn der geht unter, der öffnet auch die Operationen und die Geld lassen auch
in die Konto. Also, lieber Herr. Eieiei. Tja, so viel Blabla und Blödsinn hintereinander gereiht und verkettet und tja, und trotzdem gibt es alles noch gar keinen Sinn, was er da erzählt. Tja, meine Frage war, wie das jetzt funktioniert mit dem Trading-Roboter. Tja, woher bekommt er die Signale, dass der automatisch handelt? Weil die erzählen ja einem immer, die hätten ein vollautomatisches Handelssystem. Ein vollautomatisches Handelssystem muss also den Markt komplett alleine und autonom überwachen. Das heißt, da sitzt kein Mensch, das ist logisch. Das hat er mir ja auch gesagt, das nicht manuell, das ist automatisch. Ja, aber die Frage war, wie funktioniert das? Also, woran macht ihr fest, dass der Bitcoin morgen fallen wird oder steigen? Man kriegt ja hier ganz oft bei den anderen auch versprochen, der Bitcoin, der wird auf jeden Fall noch steigen. Ja, woher weiß man das denn? Wer sagt einem das? Wie gesagt, es gibt einen Roboter, der sowas theoretisch könnte und der wirklich mehr Gewinne als Verluste erzielt. Ja, aber der ist so unfassbar teuer, dass man da eigentlich schon zu den Reichen gehören muss, um da mitspielen zu können. Denn 1000 Euro oder mehr, um so einen Roboter auszuprobieren? Klar, ne? Also da, wer steckt da nicht gerne sein Geld rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was sich solche Firmen dabei denken. Das Problem ist halt, es gibt halt leider immer wieder Leute, die auf sowas reinfallen. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute auf sowas reinfallen. Das versteht sicherlich keiner von euch. Naja, lass es Gier sein. Oder einfach Dummheit. Oder Naivität. Es gibt immer irgendwelche Gründe. Ja, und es kann auch immer jemanden aus eurer Familie treffen. Und dann seid ihr davon mit betroffen. Zumindest, wenn die Kohle weg ist. Ne? Denn ist ja das Problem in der ganzen Familie. Und dadurch können auch Familien kaputt gehen. Gerade jetzt vor Weihnachten locken die ja sogar damit, dass man schön viel Weihnachtsgeschenke kaufen kann. Ich meine, wie ekelhaft ist denn das? Klauen euch das Geld noch vor Weihnachten aus der Tasche, damit die Kinder eventuell nicht mal was unterm Weihnachtsbaum liegen haben. In manchen Familien wird das tatsächlich genau der Fall sein. Wird sicherlich nicht jeden Tag überall so sein. Aber ich hatte gerade eben zum Beispiel auch ein Telefonat, wo innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich den dran hatte, 3-4 Minuten, in der Zeit hat die Glocke im Hintergrund 3-mal geklingelt. Tja, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt zu Weihnachten besonders gierig sind. Wir wissen alle, dass man da nicht viel verdienen kann. Und wir wissen alle, dass das Geld auf jeden Fall weg ist, wenn wir da einzahlen. Aber es wissen halt leider immer noch nicht alle anderen. Oder viel zu wenig von allen anderen. Und es wird immer Menschen geben, die auf sowas reinfallen werden. Weiß nicht, ob die auf Wilson hier reinfallen. Ich meine, der wirkt ja jetzt am wenigsten helle von allen. Ja, aber auch irgendwann, ich meine, der wird ja seine Daseinsberechtigung haben. Ich meine, der wird ja nicht hier so oft und so lange und über so einen langen Zeitraum, ich meine, der muss mittlerweile schon 2-mal Geld bekommen haben, so oft wie der hier anruft. Der wird schon Leute betrügen, sonst würde der den Job da nicht mehr haben. Denn im Ausland hat man sowas wie Kündigungsschutz und so. Und zumindest aus den Ländern, wo die anrufen, da gibt es sowas nicht wie bei uns. Oder wenn Sie wollen zum Beispiel in die Gold auch Investitionen machen, es ist auch gut. Die Gold ist auch gut. Für also 5000 Bank, yes. Ja, die Gold ist auch gut, wirklich. So Sie haben mehr Interesse zum Beispiel in Krypto, Indizien, Gold, Öl, Forex. Ja, wir wissen gerade der Kurs von Helium. Ethereum? Nein, Helium. Helium? Ja. Gut, Moment bitte. Ich muss unsere Robot sehen, was geht mit die Helium. Helium. Helium Miner. Ja, Helium Miner. Kurz Moment. Herr Sven, können Sie bitte die Helium sehen? Was geht mit Helium? Okay. Kurz Moment bitte. Eigentlich wollte ich ja gerade ein neues Infovideo machen. Naja, mal jetzt mit den Vollpfosten dran. Kurz Moment bitte, weil wir sehen die Operationen von Helium heute. Also bis
bis ihr die Ergebnisse daraus habt, hat sich's wohl schon verflüchtigt. 18,02 Euro, das war jetzt wirklich nicht schwer. Zum 4,23% gesunken. Tja. Könnt ihr da kein Google benutzen? Nein, also wir sehen unsere Profite von die Helium. Wir sehen nicht in Google Investor was so. Mhm. Also wir sehen unsere Kunde, wie es gegangen heute mit die Helium. Ja und? Wie ist der Kurs jetzt? Und kurz Moment bitte, weil die Herr Sven sieht die ganze Kunde. Wo sie sind in Helium Investitionen. Tja, eigentlich war es nur eine ganz einfache Frage, finde ich. Wie jetzt gerade der Kurs von HNT ist, also von Helium. Eieiei, der bricht aber ein. Ja, aber über einen langen Zeitraum ist er gestiegen. Tja, komm, stellt mal eine Fachfrage. Warst du es schon, oder wie? Kommt da jetzt noch was? Noch kurz Momente, weil wir machen mit die Petze. Ja, und ich hab's nur kurz bei Google eingegeben und hab den Heliumpreis. Aha, Sie sind beim Google. Ja, ist bei 18,04 Grad. Wir sind niemals in Google, wir sind die normalische Börse. Ja, ich bin bei direkt auf der Helium-Herstellerseite. Sie sind beim die Helium-Seite? Ja, genau. Nein, lieber Herr, nein, guck mal bei Investor oder beim Wall Street. Du weißt aber schon, wie das mit Helium funktioniert, ne? Helium gehört zu einer Firma. Also, die Herr Sven macht die ganze Operation für Helium. Ich meine mit die Krypto. Ja, Helium ist ja Krypto. Helium geht bei Krypto, aber ich meine nur mit die Bitcoin, Dogecoin und... Aha. Ja. Naja, aber falls dich interessiert, der Kurs ist gerade bei 18,3. Ja, aber kurz Moment bitte, weil die Herr Sven macht die Operation, wie es gegangen heute mit die Protein. Es geht die 4,13, also sowieso, ich weiß nicht, was der sagt, aber kurz Moment. Wir müssen die pünktlich sehen, wie es gegangen mit die Protein. Oh Mann, eigentlich dachte ich, ich habe ihm eine ganz normale, einfache Frage gestellt. Aber irgendwie kriegt er nicht mal das beantwortet. Ich habe ihm einfach nur nach der Währung Helium gefragt, wie da gerade der Kurs steht. Tja, nur kurz zur Erklärung, es gibt eine relativ neue Kryptowährung namens Helium, HNT abgekürzt. Die, die Währung wurde von einer Firma selbst entwickelt und funktioniert über die bekannte Blockchain-Technologie. Allerdings ist das ein bisschen anders. Helium kann man nicht einfach so, also man kann Helium ganz normal kaufen, klar. Man kann Helium, was auch das Hauptprinzip ist, meinen. Oder man soll Helium zu Hause selbst meinen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr kauft euch von dieser Firma, beziehungsweise nicht von ihr selbst, sondern die haben Partner, gibt es ungefähr 10 verschiedene Partner und könnt von einem dieser Partner einen Helium-Miner kaufen. Die sind unfassbar teuer. Also da sind 1000 Euro nichts für so ein Ding. Im Grunde genommen ist da eigentlich nur so ein kleiner Raspberry Pi Mini-Computer drin. Also der Wert von diesem Router beträgt höchstens 80 bis 100 Euro. Mehr steckt da eigentlich nicht drin. Verkauft werden die Dinger aber für 1000 Euro. Locker. So, ihr stellt euch diesen Router jetzt in euer Fensterbrett. Wichtig, dieses Ding muss im Fensterbrett stehen. Im Idealfall sogar irgendwo draußen, beziehungsweise müsst ihr die Antenne nach draußen verlegen. Das Ganze dient dazu, dass einen neuen IoT-Standard, Funkstandard weltweit aufzubauen. Das Ding sendet irgendwie mit 800 Megahertz bla irgendwas und kann bis zu, ich weiß es nicht, 30 Kilometer weit funken. Und innerhalb dieser 30 Kilometer müsste noch so ein Miner stehen. Ja, und so bildet sich eine Kette über den Globus. Und es funktioniert teilweise sogar. In Großstädten habt ihr, also man muss sich das Ganze vorstellen, stellt euch mal Berlin vor, auf einer Landkarte. Und jetzt darüber eine Bienenwabe. Überall die grünen Punkte, da steht ein Helium-Miner und wo die roten Punkte sind, ist kein Helium-Miner. Berlin ist grün. Also es steht überall, in jeder Wabe steht so ein Miner, durch alle paar hundert Meter. Sogar in manchen Waben mehrere. Und das Ziel ist jetzt, dass man sich gegenseitig anfunkt und damit sowas wie Hundehalsbänder ohne SIM-Karte oder Kühlschränke damit smart zu machen, ohne dass die eine SIM-Karte brauchen. Also Internet of Things, also das Internet der Dinge.
Ja, soll halt ein neuer Funkstandard werden und die Geräte funken darüber. Es gibt noch andere Geräte, die komplett ja, fernab von dieser Kryptowährung sind. Allerdings möchte diese Firma dafür sorgen, dass jeder dieses Funknetz aufbaut. Also hat sich die Firma gedacht, ihr bekommt dafür eine Belohnung, eben Kryptowährung, und könnt die natürlich gegen Echtgeld tauschen. Das heißt, ihr stellt euch einen völlig überteuerten Router ins Fenster und könnt mit diesem Router Geld verdienen, weil ihr ein Funknetz aufspannt. Der Standard wird noch nicht so extrem benutzt, er wird aber benutzt. Das ist irgendeine Low-Energy-Technologie, wo man eben auf ja, also es ist diese Funkfrequenz, die ist erlaubt in Deutschland, die ist überall erlaubt, und man kann auf dieser Funkfrequenz dann eben ja, Daten austauschen. Aber auch nur ganz, ganz, ganz langsam und gering. Das sind ein paar Kilobytes, die über diese, ja, über diese Frequenz fließen können. Also ganz, ganz wenig nur. Das reicht aber zum Beispiel bei einem Hundehalsband aus, ja, um eben seine GPRS-Daten mitzuteilen, wo sich dieses Hundehalsband befindet. Ja, oder wenn der Kühlschrank irgendwas nachbestellen soll, braucht er bloß in irgendeiner Tabelle Einsen und Nullen austauschen und schon weiß man, aha, die Milch ist alle. Sowas eben. Und dafür bekommt man die Währung Helium. Jetzt sind wir kurz ein bisschen abgewichen. Ich denke, jetzt wisst ihr, was ich hier genau gefragt habe, das kann er mir gar nicht anbieten, was ich gerne haben wollte. Tja, und er hat ja nicht mal Ahnung davon. Und wenn ich mich mit Kryptowährungen beschäftige, dann kenne ich auch Helium. Ja, so interessant ist jetzt dann doch wieder nicht. Warum macht man da eigentlich den Job? Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Ja, nochmal bitte? Ja, warum machst du den Job da überhaupt? Also, zum Beispiel, wie ich sage, wir sind 3 Personen, mit Elena 4. Tja, da muss ich doch tatsächlich nochmal dazwischen quatschen. Vorhin habe ich es euch doch schon gesagt. Da sitzen nur 3 Personen, plus die ausgedachte Elena. Jetzt hat er es irgendwie gerade selbst verraten. Vorhin waren es noch 4 Personen, jetzt sind es nur 3 plus Elena. Und die Herr Sven macht für Helium, Ethereum. Also sowieso, ich meine nur für die Bitcoin, Binance Coin. Ja, aber und die Frage war jetzt, warum du den Job da machst. Ich meine, es ist doch viel einfacher, denn da die Kohle drin reinzustecken und dann das, und dann brauchen wir doch nicht mehr arbeiten. Nochmal bitte, ich habe nicht so gut gehört. Ja, ich merke schon. So, habt ihr jetzt da zu Helium was gefunden oder nicht? Ha? Helium.com ist eigentlich ganz einfach. Und dann klickst du auf HNT und dann hast du alles, was du brauchst. Das ist ein eigenes Mining-System. Mit so IoT-Geräten ist das verbunden. Also kann man nur minen, wenn man auch so einen Helium-Miner dazu hat. Anders kommt man an Helium momentan noch gar nicht ran. Tja. Kommt da jetzt noch was oder brauchst du es? Ja, Herr Sven ist hier jetzt. Kurz Moment. Ja, ich würde sagen, den haben wir wieder versenkt. Erfolgreich abgeschüttelt. Oder wie auch immer. Die Zecke entfernt. Er hat auf jeden Fall keinen Bock mehr gehabt und hat dann das Gespräch einfach beendet. Ich meine, man hat es ja auch mitbekommen, immer wenn ich hier Hallo sage, dann liegen da gefühlt 5 Minuten dazwischen, in der er einfach nichts sagt. Das ist auch wieder in diesem Gespräch gewesen. Das heißt, das ganze Gespräch mit diesem Typen hier, da haben wir eine ganze Stunde Zeit gemopst und von ihm komplett verschwendet, ja, in der er keinen anderen betrügen konnte. Wertvolle Zeit, die ihm verloren ging. Und er sagt ja selbst, er wird dafür natürlich bezahlt. Ja. Aber dafür hat er eine Stunde Geld bekommen, dafür, dass er eigentlich nichts geleistet hat, außer ja, einen Scambaiter irgendwie unterhalten und euch alle anderen. Finde ich super. Tja, also so viel kann er gar nicht verdienen. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt irgendwie was verdienen kann. Denn besonders helle ist der auf gar keinen Fall. Eigentlich labert er wirklich nur Blödsinn. Ich meine, in dem Fall muss ich glaube ich nicht sagen, passt auf euch auf. Weil meine Vermutung ist, so viele wird er nicht abzocken. Naja, aber er wird schon irgendjemanden abzocken, denn sonst würde er bestimmt nicht mehr finanziert werden. Außer ihm gehört das Callcenter vielleicht sogar selbst und er vertrödelt da selber bloß seine Zeit. Ich weiß es nicht, in dem Callcenter scheint auch nicht so viel los zu sein, denn laut ist es nicht. Und er sagt ja selber, es sind nur 3 Leute, plus die imaginäre Elena.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die sich davon versprechen. Scheint bei denen nicht so gut zu laufen, vermute ich mal. Tja, wird nur ein kleiner Job sein. Von der Million, die er hier angeblich hat, wird er sich sicherlich ganz, ganz weit noch entfernen oder entfernt sein. Naja, ich sag's trotzdem. Passt auf euch auf. Guckt, dass eure Familie und niemand aus eurem Umkreis bei sowas einzahlt. Ich meine, es gibt davon ja auch intelligente Typen, die sich ein bisschen anders anhören. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Betrugsmaschen, die zurzeit nicht so oft zu hören sind. Tja, so langsam vermisst man die teilweise schon. Es haben jetzt mal wieder zwei von einem Lotto-Betrug angerufen, aber tja, deutsche Betrüger riechen den Braten dann doch ein bisschen schneller, weil die sind halt eben auch der deutschen Sprache mächtig und sind dann relativ schnell weg. Wir haben also daher nur sehr kurze Videos drin, was das angeht. Dauert noch ein bisschen, bis wir das hier auf dem Kanal haben. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Drückt gerne den Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Am besten mit Glocke, dann gibt es auch immer eine Information dazu. Und jetzt siehst du hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.